grapscht einfach mal in die Hosentasche rein. Oh mein Gott, was spiele ich denn da? Oh mein Gott, ich hätte mir nicht gedacht, dass das gleich so eine Wendung nimmt. Eieieiei. Ich dachte, in 9 Minuten bist du eh sowieso bei mir in der Kabine. Also in meiner kleinen Kabine, wo ich dann deine großen Schlüssel anfasse. Ja, wir können jetzt die Hand aus deiner Hose nehmen. Oder auch nicht. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zu Overboard Folge 2. In der ersten Folge sind wir gleich mal verhaftet worden, weil wir angeblich daran schuld waren, dass unser Mann über Bord gegangen ist. Und naja, jetzt dürfen wir das Ganze aber wieder erleben, so ähnlich wie in Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir erleben einfach den Tag nochmal und wissen aber, wie wir uns beim letzten Mal entschieden haben, das ist das hier in grün, und können uns jetzt dementsprechend vielleicht anders entscheiden und vielleicht den Ausgang irgendwie anders gestalten. Also wir wissen schon mal, wir sollten nicht unbedingt einfach nur einschlafen und dann geweckt werden, weil dann werden wir des Mordes beschuldigt, eben weil wir angeblich unseren Mann gekillt haben sollen. Gut, hier klopft's wieder. Wir sind hier auf, wer es nicht gesehen hat in der ersten Folge, wir sind eine ehemalige Berühmtheit. Unser Mann ist verstorben, der ist über Bord gefallen letzte Nacht. Vielleicht haben wir damit zu tun, vielleicht auch nicht. Und wir sind eigentlich nach New York unterwegs. Gut, wir fragen mal, wer ist denn da? Hm? Wer klopft? Stewart, ma'am. Wir können übrigens auch in den Optionen einstellen, dass das Ganze ein bisschen langsamer vonstatten geht. Der Read Speed und der Animation Speed zum Beispiel. Ja, was möchtest du? Stewart, was gibt's? Warum störst du mich? Um 4 Uhr werden wir in Liberty Island sein. Und das Frühstück wird immer noch serviert. Jetzt leuchtet hier nichts grün, weil wir diese Antwortmöglichkeiten nicht hatten. Manly. Thank you, Stewart. Manly, ich weiß gar nicht, was Manly heißt, aber vielleicht ist das eine Zusatzoption, weil es hier so schick in Klammer steht. Pff, ach so, okay, alles klar. Okay, wir haben einfach mal Mr. Stewart nachgeahmt mit der Stimme. Das war bestimmt keine tolle Idee. Also der tote Mann, den haben wir gerade mal nachgemacht. Mr. Wednesday, okay, er erkennt irgendwie, dass wir das sind. I'm very ill, oder es ist ein bisschen kalt. Okay, der Steward glaubt, Malcolm liegt krank im Bett. Das ging jetzt alles sehr schnell. Aber das war eine tolle Performance. So, wir sollen uns erstmal in der Kabine umschauen, was wir denn da so finden. Wir haben uns beim letzten Mal für den Desk entschieden. Das werde ich diesmal auch wieder machen. Da gibt es Paperweight, also einen Briefbeschwerer. Something else, da haben wir uns einfach dagegen entschieden. Schauen wir uns mal diesen Briefbeschwerer an mit dem Delfin drauf, den wir hassen. Nehmen wir mal mit. Wer sollte das schon stehen, dieses eklige Ding? Wir könnten es einfach rausschmeißen aus dem Guckloch, es wieder hinlegen oder es mitnehmen. Jetzt nehmen wir es natürlich auch schon mit, wenn wir es in der Hand haben. Ja, irgendwie klappt schon, irgendwie können wir es schon reinstecken in unser kleines Portemonnaie.
Genau, wir haben den Metalldelfin gestohlen. Jetzt schauen wir ins Badezimmer. Komisch, dass das hier jetzt nicht gehighlightet wird, weil wir haben uns eigentlich alles angeschaut. Genau, das mit dem Bett hatten wir auch. Das sollte man vielleicht auch noch machen. Ja, da sind wir beim letzten Mal eingeschlafen. Das war nicht ganz so geil, dieses volle Sleep. Aber auf jeden Fall mal das Bettlaken ein bisschen in Unordnung bringen, sodass es auch ausschaut, als hätte da drin jemand geschlafen. Stretch out. Genau, wir strecken uns ein bisschen da drinnen, sodass es so aussieht, als würde man drinnen liegen, weil wir haben ja auch den Mann nachgemacht. Also wäre es komisch, wenn der dann gar nicht da drinnen geschlafen hätte. Wir stehen auf. Wir wollen nichts verschlafen. Dann schauen wir noch ins Badezimmer. Dann gucken wir uns mal an. Wir werden drauf kommen. Huch. Das sieht doch gar nicht so geil aus. Da fehlt doch einer der Diamantohrringe. Dann nehmen wir doch den zweiten und werden den auch in unser Pocket geben, sodass es nicht so auffällt, dass wir nur einen tragen. Dann haben wir die Sleeping Pills, die wir beim letzten Mal genommen haben. Read the table, einfach lesen, was draufsteht. Jetzt sehen wir die ganzen Nebenwirkungen und wir nehmen sie auch mal mit. Porthole, wir könnten irgendwas rausschmeißen. Look across the water, können wir ja auch kurz machen. Aha, alles klar, die Zeit vergeht natürlich leider. Wir machen irgendwas anderes. Wir werden jetzt nichts wegschmeißen, würde ich mal sagen. Und dann now leave. Cool and casual, natürlich, wir sind super drauf. Und um 9 Uhr sind wir draußen aus der Cabin. Ich glaube, Frühstück gab es nur bis um 9, oder? Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber könnte durchaus sein. Okay, und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier verschiedene Orte zu besuchen. Entweder die... Wieso blinkt denn das so? Interesting. Overboard. Könnten uns auch Overboard schmeißen? Cool, okay, also wir haben hier die Kirche auf jeden Fall. Dann haben wir die Brücke, wo der Captain drauf ist, den kennen wir schon von der ersten Folge. Dann haben wir so die vorderen Kabinen, das ist unsere Kabine, da haben wir AFT Cabins, was auch immer, da haben wir das Restaurant mit dem Frühstück. Dann haben wir einen Smoking Room, da oben haben wir das Upper Deck und eben Overboard. Ich würde sagen, wir schauen erstmal vielleicht ins Restaurant zum Frühstück. Mhm, Breakfast Rush is over. I can be there at 9:10. Das ist zu spät fürs Frühstück? Fragezeichen. Wir werden es eh sehen. Ja. Rewind to the beginning of the scene. Ja, nee, das ist ja der Beginn der Szene. Da war ich übrigens noch nie drinnen im Restaurant. Kenne ich nicht. Also, der fühlt sich nicht wohl, der Mann. Ach, das war er, der angeklopft hat. Ah. Und er sagt, er wird unserem Mann einen Tee bringen, weil der hat sich nicht so gut angehört. Der hat so komisch geklungen. Aber vielleicht nicht so gut, den einfach nachzuäffen. Wir könnten jetzt sagen, lass ihn schlafen oder ich bringe ihn den selber oder danke. Naja, wäre vielleicht nicht ganz so geil. Aber ich werde ihm den bringen. Natürlich, Ma'am. Have a cheese? Scone? Okay, wir könnten einfach ein bisschen am Biscuit naschen. Chocolate Bourbon, taking care not to get crumbs. Okay, damit wir keine Krümel bekommen. Dann könnte man natürlich noch was essen, aber wir können auch erstmal moven. Ja, wäre interessant, was passiert, wenn wir das machen. Pineapple oder some Peanuts? Naja, okay.
Moven wir mal on. Lecker, lecker. Aber Dankeschön. Okay, continue. Passt. Wir haben das mal aufgehalten mit dem Mann. Wir haben aber offenbar im Inventar jetzt nicht diesen Tee drinnen. Das ist interessant. Okay, wir haben es 10:30 Uhr. Was macht man 10:30 Uhr auf einem Luxusliner? Vielleicht sollten wir uns mal so generell ein bisschen umschauen. Vielleicht mal zur Brücke schauen. Da war ich nämlich noch nie, muss ich ehrlich sagen. Tada, das war da. Wir können um 10.47 Uhr dort sein. Also in 10 Minuten latschen wir da entlang. Ja, gehen wir aber wirklich sehr langsam. In 6 Stunden sind wir in Liberty Island. Masterful. I saw a checked key on the bridge. Wave to Enders, the upper deck, go back down. Wave to Enders, wir winken mal dem hübschen Captain zu. Come in! Ein paar Leute sind da auch noch mit dabei und das ist der gut aussehende, tolle Captain. Er fragt, wie geht's uns denn in der Früh? Anxious to arrive, better for seeing you. Gleich mal flirten, ne? Gleich mal all in gehen. Er sagt, er möchte gerade gucken, wie es denn so abläuft. What about half past? I could be near your cabin. Aha. Um 9:30 ist er vielleicht in der Nähe unserer Kabine und vielleicht sind wir auch drinnen. Bring your head. ein bisschen cheeky. I like your head. Of course, ma'am. Da verdeckt so viel von deiner Fresse. Commander is going to stop by my cabin. Na, das geht aber schnell. Ich dachte, da braucht man mehr Überzeugungskraft, um den irgendwie rumzukriegen. Aber schauen wir mal, vielleicht stellen wir uns das auch leichter vor, als es dann ist. Can I try the wheel? It seems quite boring. Ja, die Frage, ob wir schon mal da oben waren. Wir sagen natürlich mal erstmal, nö, waren wir noch nicht. Das mit dem Dings klingt auch sehr interessant mit dem Wheel. Aber erstmal gucken wir uns den Blick an. Wir sehen, er kann alles überblicken. Und der Enders. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Das geht mir vielleicht doch ein bisschen zu schnell zum Lesen und Übersetzen on the fly. Read, speak. Speed machen wir den vielleicht. Ich glaube, das ist weniger, oder? Bin mir nicht so sicher. Schauen wir mal, ob das mehr oder weniger ist. Mal gucken. Jedenfalls, irgendjemand ist in der Kabine oder in einer bestimmten Region des Schiffes und das war einfach so die Info, die er uns gegeben hat, dass wir halt Bescheid wissen und dann vielleicht mit der Dame auch noch quatschen können. Genau. Das ist die Lady, die geht immer dorthin ins Restaurant, nachdem sie Lunch hatte. Also irgendwann gegen Nachmittag. Und er fragte uns, weißt du, dass ich letzte Nacht Wache geschoben habe? Dann fragen wir doch mal. Ach, wirklich? Ja, das ist wahr. No fog. Hat alles gesehen. Aber ich weiß nicht, was er alles gesehen hat. Erstmal so ein bisschen. Erstmal ein bisschen abstecken, was er denn jetzt wirklich weiß. Mr. Enders, my friend. Ja.
Ich kenne dich jetzt schon so lang. Ja, wir sind alte Seelen. Das muss es sein, wir kennen es schon von einem früheren Leben. Das muss es einfach sein. Und jetzt sagt er, okay, jetzt muss er zurückkehren zu seinen Pflichten. Dachte, er wollte eigentlich mal vorbeikommen bei mir und seine Pflicht tun. Can I trust you, Anders? What's the key? What's that key till 11:30 then? Um 11.30 Uhr, ja, schön. Großartig, was können wir eh nicht mehr machen, oder? Fragen wir mal, was ist denn der Schlüssel da? Wofür ist der da? Vielleicht gar nicht auffällig, ne? Aber nicht so schlecht, wenn wir das wissen. It's my passkey. Why? Einfach so. Damit wir es einfach mal wissen, dass das der Passkey ist. Das heißt, du kannst überall hin, wo du möchtest. Ich sollte auch so einen kriegen, oder kann ich ihn mir mal ausleihen? Ja, komm, sind wir gleich mal dreist. Nein. Aber, naja, selbst wenn jemand so charmant ist, kann ich dir den Key leider nicht geben. Aber gut, wir wissen's mal, was es damit auf sich hat. Which pocket was that? Wo hast du ihn eigentlich reingepackt? This one? Grapscht einfach mal in die Hosentasche rein. Ja, my mistake. Aber irgendwas ist da doch drinnen. Oh mein Gott, was spiele ich denn da? Oh mein Gott, ich hätte mir nicht gedacht, dass es gleich so eine Wendung nimmt. Eieieiei. Das ist wohl zu groß, um Schlüssel zu sein, ne? Sollte das eher weiblich sagen. Das ist zu groß für einen Schlüssel, ha? Das da eine passt, das ist ja Wahnsinn. Bitte, bitte hören Sie auf. Ich muss hier das Boot steuern. Ich dachte, in 9 Minuten bist du eh sowieso bei mir in der Kabine. Also in meiner kleinen Kabine, wo ich dann deine großen Schlüssel anfasse. Ich werde mich drum sehr bemühen. Take good care. Ich passe da schon auf das kleine, auf das große Ding. Da passe ich sehr drauf auf. Quite safe, na klar. Hör auf dran rumzufummeln. Es kehrt wohin. Das ist nett, dass das abreißt. Ja, wir können jetzt die Hand aus seiner Hose nehmen. Oder auch nicht. Ich kann sehr überzeugend sein, weißt du? Das Boot crasht gleich, ich sehe schon. Jetzt nimm den Scheißschlüssel. Und er atmet aus. Du bist einfach umwerfend. Tja. Bin ich's nicht, ha? Nicht wahr? Und mit voller Zufriedenheit, was war das gerade für ein Bild, stecke ich mir den Schlüssel rein. Kann ich da vertrauen, Anders? Ich könnte auch sagen, bis 11.30 Uhr, also bis in einer Minute. Ja, also bis jetzt. Wow, hey, ich hab frei. Das ist doch praktisch. Ich hoffe, ihr habt es nicht verpasst. Weil, ne? Das wäre gerade ein bisschen blöd.
Try the door, knock, go back down. Wir gehen natürlich runter. Es ist ein anderer Typ da. Wir wollen ja, dass der Captain, der da jetzt in der Kabine ist, dass wir da mit ihm mit reingehen. Um 11.51 Uhr. In 5 Stunden sind wir in Liberty Island. Was wird passieren? Wir sausen schnell rein, sind total außer Atem. Aber der Captain ist offenbar noch nicht da. Wir haben die Pills, wir haben den Schlüssel. Der leuchtet so geil. Das ist wohl ganz toll, dass wir den haben. Was auch immer wir damit machen können. Die Maid war drinnen und hat das Bett gemacht. Wir können hier einschlafen oder wach bleiben. Ich würde sagen, wir bleiben wach, weil sonst hören wir nicht, wenn da jemand knockt. Dann werden wir einfach mal für eine Weile die Brise hier irgendwie enjoyen. Oder wir schmeißen den Key raus. 12 Uhr ist es übrigens, deswegen dünn. Was machen wir denn mit dem Schlüssel? Brauchen wir den Schlüssel noch oder wollen wir einfach nur, dass der Schlüssel nicht in falsche Hände gerät? Na komm, wir machen mal das mit Chase. Genießen die Wellen. Dachte irgendjemand umarmt uns? Wir schwelgen in Erinnerungen, dass es viel besser ist, dass wir den Malcolm los sind. 12.39 Uhr und der Captain ist immer noch nicht da. Uhr mittlerweile. Was denn da? Hä? Was ist denn da los? Wieso? Haben wir. Das ist aber. Also, das wäre aber. Das wäre billig, wenn wir das jetzt verpasst hätten. Weil es war ja schon nach. Nach 11.30 Uhr. Das heißt, wir hätten um 11.30 Uhr in der Kabine sein müssen. Da haben wir aber noch gequatscht mit ihm. Das heißt, er kann ja nicht so viel schneller in der Kabine sein als wir und dann schon wieder auf der Brücke. Also offenbar haben wir das Zeitfenster gerade verpasst. Was aber ein bisschen komisch ist. Aber okay, anyway. Der wäre jetzt wieder auf der Brücke und wir haben einen Schlüssel. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Schlüssel? Können wir uns ja mal die Cabins anschauen? Dann sagen wir einfach mal, ja egal, Anderson. Du hast deine Chance verwirkt. Wir schauen uns mal die Kabinen an. Um 13.15 Uhr sind wir dort. Die AFT-Cabins gehören zu einer. Okay. Clarissa. Die weint. Die heult sich aus wegen irgendetwas. Major Store, Clarissa Store. Haben wir einen Schlüssel? Haben wir einen Schlüssel? Clarissa. Listen. Wir hören mal zu, was da denn los ist. Sie weint. Die Arme und noch mehr weinen. Ach, was ist denn da passiert? Oh mein Gott. Ja. Ja, sie ist da drinnen. Step away oder knock on Clarissa's door. Wir klopfen mal. Wir schauen mal, was los ist. Ich überlege übrigens gerade, ob ich eine Pause machen soll oder nicht. Je nachdem, wie lang diese Reise noch geht. Die letzte Folge war ja bisschen kürzer, weil wir da nicht ganz so gut vorangekommen sind. deswegen ist die Frage, wie lang der Durchlauf geht.
Vielleicht cutte ich auch dann einfach im Nachhinein. Ich glaube, ich mach so. Also, wir klopfen mal an die Tür von der Clarissa.